Hallo und willkommen zurück. Wir starten direkt auf Customs, denn wir müssen noch für die letzte Quest einmal auf Customs extracten. Und ja, wir müssen auf die andere Seite. Ja, das fing schon mal gut an und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hockte. Ja, GG, ne? Dann starten wir direkt in die nächste Runde. Gut. Wir starten hier mit der Mosin. Ich muss hier eh noch ein paar Skeffs killen mit der Mosin. Ich renne jetzt einmal zum den Hidden Stash an der Mülltonne. Nehmen wir mit, bringt Geld. Ich glaube, sonst war hier nichts. Gehen wir wieder zurück, weil wir müssen ja eh auf die andere Seite. An Dorms möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorbei. Also optimal wäre es, wenn hier schon ein paar Skeffs sind. Aber das sieht nicht so aus. Nee. Oh, da war. Ah, da läuft einer. Immer näher ran. Yes. Ich hoffe, der war alleine. Sonst habe ich ein Problem. Aber ich höre keine Steps. Ich glaube, der war alleine. Den packen wir jetzt hier erstmal ein. Alles klar. Und weg hier. Eine UMP. Hier ist noch irgendwo ein Scav. Ich muss mir eben die Magazine rausholen. Das ist eine Viererweste. Aber ich habe sie komplett zerballert. Der Sniper-Scav oben ist nicht da. Dann gehen wir mal in Richtung Old Gas Station.
Dann müsste das auch mit der Entfernung passen, mit der Mosin. Hier ist offen. Rex. Okay, ich habe den aber nicht. Hier ist auch keiner da. Also für Customs ist das gerade wirklich ruhig. Hier sind auch noch keine Scavs. Doch, hier ist irgendwo einer. Okay. Das haben wir schon mal. Da ist noch irgendwo einer, der ist jetzt richtig sauer. Hä? Von wo schimpft er denn? Ist der hinter mir? Verrückt. Liegt hier noch was auf dem Boden? Nee. Immer Wasser und... ja. Überlege gerade. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die mitzunehmen. Die hat nur 28 und wenn ich die repariere, das bringt mir gar nichts. Ich nehme lieber die Batterie mit. Ich brauche die ja eh irgendwann für die Quest. Immer hier unten noch ein bisschen looten. Hab ja genug Platz. Noch. Ja, komm. Packen wir ein. Da liegt ein Pferdchen. Salz brauchen wir, glaube ich, auch noch. Dann klappe ich hier das auch mal alles ab. Oh, ich hätte das gar nicht essen brauchen. Da liegt ja eigentlich eine Tuschonka.
packen wir auch ein. Die Medizin wird auch eingepackt. Und dann sind wir eigentlich schon voll, ne? Das. Das. Wir drücken einmal das Wasser. Dann nehme ich noch den Schalli mit. Und den Rest lassen wir liegen. Noch zwei Plätze habe ich. So, drei Plätze. Weil die Multi brauchen wir eh nicht mehr, meines Wissens nach. Duct Tape. Ja, lassen wir auch hier. So. Das sieht da schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt möchte ich gerne raus. Wir beten jetzt einmal, dass der Exit offen ist. Guck noch mal eben, was hier drin ist. Okay. Keine Scavs da. Da oben sehe ich auch nirgendwo jemanden. Also kein Sniper. Und es ist offen. Perfekt. Aber wie gesagt, es ist viel zu ruhig für Customs. Total skurril. Dann gebe ich einmal die Quest ab. Ja, ich hasse diese Quest. Und wir haben den Schlüssel nicht. Also können wir die gar nicht machen. Der Bunker. Ja, kann man mal machen. Bei Gelegenheit dürfen wir nur hoffen, dass da noch keine Raider unten sind, weil ich glaube, mit meinem Gear bin ich da im Nachteil. So, neue Quest von Jäger. Kopf und Beine. So, dann sammle ich einmal alles ein. Und dann starten wir in die nächste Runde. So, ich dachte, wir gehen jetzt mal eine Runde auf Wälder. Und gehen ein paar Scavs töten. Headshot und in die Beine. Und ich muss ja auch ein paar Schlüssel auf jeden Fall finden. Oder übertauschen, erwerben. Mir bleibt gerade nicht so viel, was ich an Quest machen kann. Das ist das Problem. Früher kam man irgendwie viel leichter an die ganzen Schlüssel. Unfassbar, dass ich auf dem Weg bis zum Medicamp nicht einen Scav getroffen habe. Unfassbar, wirklich. Naja, dann gehen wir halt looten. Damit sich das jetzt wenigstens gelohnt hat.
Mal gucken, ob hier schon jemand war. Da kommt was. Der war leider zu nah. Aber ich glaube, ich habe da noch jemanden gehört. Im Camp. Muss mal eben meine Rüstung hier ausziehen. Ja, Sekunde. Ich bin gleich für dich da. So. Okay. Einmal nachgucken. Okay, zwei haben wir. War ich jetzt hier schon dran? Nee. Okay. Weil wir definitiv schon jemand looten. Ich gehe trotzdem mal durch. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Gucken, was der so hatte. Hier ist noch irgendwo einer. So, einmal Rüstung. Und Schmerzmittel. Wo bist du? Okay, Money dafür habe ich auf jeden Fall schon mal genug. Ich höre irgendwas laufen. Ich kann es nicht ganz definieren, wo es herkommt. Das machen wir mal leer. Dann sind wir auch... So, jetzt sind wir wenigstens komplett hydriert und ernährt. Ich hab nur so Schiss, dass er wieder plötzlich neben mir aufplöppt. Oh. Ich glaube, den hat er übersehen beim Looten. Die PS nehme ich mal mit. Da liegt auf jeden Fall nichts. Da liegt einer. Den habe nicht ich getötet. Das ist ein Scav. Ja. Da kann man wenigstens meine Munition wieder auffüllen. Dann haben wir noch ein bisschen Zucker. Mal gucken, was hier noch für Muni liegt. Okay. Wäre es halt mal cool, wenn er mal auftauchen würde, wenn er schon so motzt.
Okay, perfekt. Jetzt sind es zwei. Ja. Hä? Schwimmkinn ist auf dem Kopf. Jo. Oh. Der andere ist hinter mir. Ja. Hab ihn nicht getroffen. Eben schnell nachladen. Und die Blutung. Mal schnell entfernen. Er ist auf jeden Fall direkt bei mir. Da. Ja, der hat auf jeden Fall nicht mehr viel. Wo ist der andere? Da. Lad mir ihm nach. Ich weiß es nicht, ob ich ihn... Nee. Der lebt immer noch. Jetzt aber. Jetzt muss ich ihn getroffen haben. Einen noch. Cool, dann können wir ja gleich die Quest abgeben gehen. Der ist irgendwo hinter mir. Der läuft. Über den großen Eingang. Wo sind deine Füße? Au. Oh, sehr gut. So, dann heile ich mich mal eben. Und dann gucken wir, dass wir mal zügig hier rauskommen. So, los geht's. Ich werde trotzdem noch mal eben gucken, was die Scavs so bei sich hatten. Ich glaube, den hier, oder? Ne, den hatte ich schon. Habe ich den anderen getötet? Ich glaube, irgendwo da hinten, ne? Da liegt er. Die Tarzan nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch mit. Okay. Ja, ich nehme nur noch den hier. Okay, okidoki. So, schauen wir mal, was noch in den Kisten ist. Nehmen wir noch ein paar EP mit. Hier ist schon geblutet. Dann laufe ich mal hinten zu der Kiste. Vielleicht schaffe ich es ja noch, die zu looten. Oh no.
den falschen Knopf gedrückt. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall eine Quest erledigt. Das war eine schöne Runde. So. Einmal eben abgeben. Und wir müssen zu den Bunkern. Ja, wir müssen auf jeden Fall zu den Bunkern. Ischgras und Wasser habe ich auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir halt nochmal auf Woods. Dann wollen wir mal... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Dann laufen wir mal direkt in Richtung Outskirts. So, da sind wir auch schon beim ersten Bunker. Hier war auch noch keiner. Können wir gleich noch ein bisschen Loot mitnehmen. So, perfekt. Wasser und Ischka sind gelegt. Dann looten wir hier noch ein bisschen durch. Nehmen wir einfach mal mit. So, das Tagebuch kommt auf jeden Fall mit. Also auf jeden Fall räumt irgendjemand an Fabrik ordentlich auf. Und deswegen werde ich jetzt einfach zum nächsten Bunker durchrennen. Da ist der zweite Bunker und hier ist ungefähr ein Skiff. Ich werde mich jetzt mal in den Bunker schleichen. Weil das ist nämlich eine echt gute Alarmanlage, falls doch noch hier irgendwie ein Spieler vorbeikommen sollte. Hier war auch schon jemand. Okay, beides ist gelegt. Ich nehme jetzt mal noch so alles mit, was ich mitnehmen kann. Einen zweiten Motor. Das müsste eigentlich passen. Dann die Glühbirne brauchen wir fürs Hideout. Okay. Der hat die Muni nicht mitgenommen. Und ich brauche dringend was zu essen. Hier liegt nichts. Der bringt ordentlich Geld. Hier liegt noch ein Motor. Aber dann sind wir definitiv beladen. Und eine Waffe. Finde ich gut. Die passt nicht. Gucken, ob hier noch was auf dem Boden liegt. An Munition. Leider nicht. Ne, liegt nichts. Warte, da lag ein Magazin. Irgendwo in der Kiste. Ich guck mal, ob das die Waffe passt. Ne, die passt nicht. Auf jeden Fall ist gerade eben irgendwer mehrmals durch die Büsche gerannt. Jetzt wieder. Ich war es auf jeden Fall nicht. Da unten sind keine Büsche. Oder es ist wie ein Bug, das kann auch sein. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Skaff.
Das wäre jetzt echt nur gut, wenn ich noch für die Jäger einen Headshot kriegen würde. Ah. Aber ich habe ihn getroffen. Nein. Ich habe Hunger. Das ist schlecht. Oh, da steht ja noch einer. Den hätte ich fast übersehen. Ja, der hinten weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich irgendwo hier bin. Oder dass hier irgendwo noch jemand ist. Das nehmen wir mit, das bringt Geld. Kann das sein, dass der mich baiten will? Oder sind das dann noch zwei Spieler, die sich da bekriegen? I'm not sure. So, wo ist der andere hin? Ich hoffe, der hat Essen dabei, wenn ich ihn finde. Oh, ich will ihn husten. Bin auch schon ein bisschen angeschlagen. Da ist er. Bitte hab was zu essen dabei. Oh nein, das sieht schlecht aus. Der hat nichts mit. Ja, das wird ja jetzt eine lustige Runde. Da hinten ist auf jeden Fall eine Kiste. Und ich meine, hier war noch irgendwo ein Hidden Stash. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wo. Wenn überhaupt noch eine ist oder jemals eine war. Ah, das ist so eine Holzkiste. Mit Glück ist da vielleicht was drin. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Aber da hinten müsste ja noch diese Hütte und ich weiß gerade nicht, wie sich das Gebiet nennt. Diese Scheune sein. Mit Glück könnte da ja was zu essen liegen. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich werde gar nicht erst in die Hütte gehen. Da ist eigentlich nichts, wo man Essen finden könnte. Aber in der Scheune sind zwei Versorgungskisten. Da muss auf jeden Fall was sein. Also es geht auch nicht anders. Es muss einfach da was liegen. Lass da was drin sein. Oh no. Das ist nicht gut. Okay, oben rechts ist auf jeden Fall noch eine. Das ist jetzt meine fast letzte Chance. Oh mein Gott, hier ist was. Das ist so gut. Das ist richtig gut. So, die Kekse oder ein Keks werden wir uns auf jeden Fall noch snacken. Die Kotons bringen leider nicht viel. Die nehmen uns nur wieder Wasser weg.
Die Glock. Nee, komm, ist egal. Wir lassen die Glock liegen. Weil so viel Energie haben wir jetzt nicht. Ach ja, nehmen wir doch mit. Hab nichts gesagt. Da oben im Container müsste aber auch meistens noch was zu essen liegen oder zu trinken. Es hat noch keiner den Auto-Exit genommen. Das spielt mir auf jeden Fall jetzt gerade richtig schön in die Karten. Ich muss mal Platz schaffen. Ja, komm. Die werde ich sowieso nicht benutzen. Dann machen wir das hier so ein bisschen voll. Nehmen noch die Toolbox mit. Und dann Richtung Exit. Okay. Also hier laufen auf jeden Fall noch irgendwo mindestens zwei Scavs rum. Ich möchte jetzt hier nicht viel riskieren. Haben auch nur noch 9 Minuten. Auto-Exit. Mit Glück kann ich vielleicht einen mitnehmen. Wenn sich einer zeigen würde. Ja. Okay. Schade. Wäre für die Jägerquest mal ganz gut gewesen. So, dann gehen wir mal die Quest ab. Okay, die Dehydrieren-Quest und... Einmal Streets. Die Wurst habe ich Gott sei Dank. Ja, da muss ich erstmal gucken, wo die Geschäfte sind. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch auf Streets zu gehen. Ich habe auf jeden Fall die Map offen. Mit Glück kann ich da 2, 3 oder zumindest einen Laden abklappern. Das wäre super. Und ich kenne mich null aus hier. Also man darf jetzt echt nicht viel erwarten von mir. Wenn ich überhaupt rauskomme, das ist auf jeden Fall ein Wunder. Okay. Da ist gerade hier Streets ja so gut lief, dachte ich, gehen wir mal auf Reserve. Vielleicht kommen wir ja durch den Bunker durch. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es hier einfach, auf Reserve nachts zu gehen. Was? Oh. Den habe ich nicht gesehen. Kannst du sterben? Das war sau knapp. Erstmal hier ein Schmerzmittel drücken und dann einmal losheilen. Erstmal eine halbe Ewigkeit fürs Heilen gebraucht. Aber wir sind wieder fit. Ich möchte den Scav looten. Ich möchte nicht sterben.
Der hat eine Saiga. Ja, dann wird der auch nicht viel mit haben. Lass mich hoch. Ja, mal gucken mal. Vielleicht finden wir einen USB-Stick. Oder was anderes Nützliches. Ja. Nicht das, was ich mir erhoffe. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Schade. Hier liegt auch nichts. Ach, guck mal, da guckt mich doch ein Visier an. Das ist gut. Da ist nämlich Munition drin. Oh, nice. Na komm, das Magazin behalten wir erstmal vorläufig. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwo ein Skiff. Wahrscheinlich irgendwo außen. Komme ich hier irgendwo runter? Eigentlich? Hm. Egal. Gehen wir jetzt hier lang. Weg. Geh noch mal eben hier rein. Da hängen ja auch zwei Jacken. Wir brauchen immer noch Schlüssel. Ich finde es so krass, wie rar diese Schlüssel geworden sind. Das können wir auch gebrauchen. Komm ich hier raus? Nee, ne? Hier gab es doch irgendwo so ein Seitenfenster. Ja. Da läuft einer durchs Gebüsch. Und die Batterie brauchen wir für die Daily. Ja, lass mich raus. Na hopp. Oh. Da in der Ecke. Ich treffe ihn nicht. Okay, ich muss laufen. Keine Muni mehr. Schnell nachladen. Ist auch irgendwo noch ein zweiter.
Tür zu. Ich mal eben hochheilen. Ja, ja. Soll sich mal nicht so anstellen. Was liegt hier? Wir gehen jetzt mal zügig in den Bunker runter. Tür ist offen. Dann war hier schon einer oder ist schon runtergerannt. Ist die Tür eigentlich immer offen? Ich bin mir nicht sicher. Sie sehen Sie nichts? Da liegt Moni. Komme ich da dran? Nee. An der anderen Seite. Ich will jetzt auch nicht so viel Krach machen, wenn ich springe. Das war nicht hier. Ich war auf jeden Fall ruhig. Den ersten Teil haben wir schon. Hat jemand Strom schon angemacht? Das ist ein Skeff. So, das tauschen wir einmal um. Sehr ruhig. Oh, ein Schlüssel. Was tauschen wir denn dann aus? Den können wir gar nicht reinpacken, ne? Dann tun wir das Grizzly beiseite. Ich weiß zwar aktuell nicht, für was der ist. Der ist auf jeden Fall von Reserve, das ist sicher. Aber ich weiß gerade nicht, wo er hingehört. Da war auf jeden Fall schon jemand. Oh, das ist schlecht. Okay, mit ihm habe ich gar nicht gerechnet. Aber interessant, wer macht denn unten Strom an und lässt die Raider leben? Oder ist der an den Raidern gestorben? Verrückt. Gut, gut. Dann werde ich hier das Video beenden. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.